Geralt, nicht heute. Aber da ist noch was, worüber ich reden will. Könntest du später vorbeikommen? Menge ist tot, aber das ist leider nicht das Ende meiner Sorgen. Ich war ja schon später da. Kopf von Triss, ja wirklich. Ja, und dank diesen Leuten können andere nicht mehr sagen, was sie mögen, nur weil es ihnen gefällt. Doch eigentlich schon, weil diese Leute dann einfach sagen wollte, sollen die Leute doch denken, was sie wollen, aber ich setze mich da durch. Also, ich würde nicht sagen, dass man sich dann von sowas beeinflussen lassen sollte, sondern sagen, ja, mein Gott, sollen diese Menschen halt so verblendet sein? Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Wie lange kann es eigentlich in diesem Spiel dauern, Rittersporn zu finden? Wir sind seit gestern... Ah ja, tschüss, geh einfach wieder, Dame. Ich möchte es auch gerne können, die zu teleportieren. Kann man den noch looten? Bote der Hexenjäger. Wird wahrscheinlich nicht mehr wissen, dass er ein Bote ist. Ich spüre einfach keine weiblichen Menschen. Und was ist mit meiner Umarmung auf der Gamescom, Thomas? Was ist damit? Die Kerle immer. Na, das stimmt schon. Nur solche Deppen werden gerne mal handgreiflich. Das ist richtig, aber sowas wird es immer geben. Unabhängig, ob ich das jetzt trage oder unabhängig davon, ob ich das nicht mehr trage. Aber das ist kein Grund, dass ich mir sowas quasi... indirekt durch irgendwelche Deppen mir verbieten zu lassen. Ich ziehe mir vorher einen Dekontaminationsanzug an, Isa. Ja, dann erkenne ich dich wenigstens, Thomas, auf der Gamescom. Einfach niemanden berühren, der nicht sagt, dass es in Ordnung ist. Oder so. Richtig. Spawnen die eigentlich wieder? Ich hoffe nicht. Die klingen einfach grauenvoll, wenn die sterben. So, diesmal sagen die Hausherren bestimmt nicht. Hallo. Überhaupt nicht. Warte, was? Wer besucht Triss noch außer mir? Wie kann das sein? Das ist nicht in Ordnung. Meine lieben Damen und Herren. Geralt, ich habe ein Problem. Können wir reden? Ich habe auch ein Problem in meiner Hose. Was? Ja, Geralt. Wie geht es dir? Geht so. Warum fragst du? Was macht denn deine Hand? Wie geht es den Fingern? Wird schon wieder. Hör mal, es war meine Idee. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Mach dir um mich keine Sorgen. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Gerne. Wollte ich auch gerade vorschlagen. Ihr habt die Liebesgeschichte zwischen Triss und Geralt. Die kommt auch nicht. Die ist die ganze Zeit so niedergeschlagen, die Dame. Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht, und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären.
Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter. Als ich noch nicht wusste, was passiert, wenn man den Hexenjägern in die Hände fällt. Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Komm auf die Berührung an. Ich habe es auch nicht gern, wenn man mir die Hand auf den Rücken legt. Das ist ja nicht gleich grapschen. Und manche wollen Umarmung, manche nicht. Ja, das muss man dann halt abwägen, ne? Aber... Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lasse dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener. Wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Das soll wohl ein Witz sein. Sollst du etwa auch eine rote Rose halten? Blumen hat er nicht erwähnt. Aber wenn du mir welche besorgen willst, sag ich nicht nein. Das ist ein Fischmarkt, Triss. Ich kann dir bestenfalls ein bisschen Salzdorsch besorgen. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Ach, ich dachte eigentlich, sie möchte mit uns über andere Dinge sprechen. Aber nein. Natürlich nicht. Die Herren und Damen sollten vielleicht ein bisschen mehr Licht hier aufstellen. Es ist sehr dunkel. Und plötzlich steht halt mit dem Kopf in... Was? Was? Dem scheint's zu gefallen im Regen. Ich umarme einfach jeden Menschen. Was hast du denn so blaue Haare, Süße? Ich finde immer, dass man schon merken kann, ob jemand umarmt werden möchte oder nicht, mit berühren. Man nicht halt mal so antippen oder so. Nee, eine fremde Person will ich auch nicht durchknuddeln, das ist richtig. Das ist richtig, Vulturex. So, dann machen wir mal die Triss-Missionen hier. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Ich denke, siehst du das nicht? Du denkst? Okay, sorry. Sorry, Brudi. Und in den Anwegungs- er trägt eine blaue Tunika. Wahrscheinlich der da, ja. Guten Tag. Ja? Weißt du, wo ich den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet, jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Kriegen den Anfall bei den umarmungsgeilen Leuten, ja, Tesche hier, Knödel, da. Ja, okay, so extrem mache ich das natürlich auch nicht. Ich umarme vielleicht 3 Sekunden und dann war es das auch. Dann habe ich persönlich auch genug. Ich bin nämlich auch nicht so ein berührungswütiger Mensch. Außer wenn ich einen Freund habe, den knuddel ich zu Tode. Hilf mir! Danke dir. Gehen wir. Geil, normaler Tag hier. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen über den jungen Grafen. Warte mal, wo ist die Herrin Merigold? Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen.
Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbuth... Da muss man eben auch sagen, wenn man es nicht mag. Körpersprache erkennt leider auch nicht jeder. Ja, das stimmt. Natürlich muss man das auch einfach. Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuths Hausdiener. Ich wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelbuth sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Hallöchen, Red Rose of Love. Es geht sehr gut, es geht sehr gut. So extrem machst du das nicht? Schade, ich hatte mich schon gefreut. Ja, vielleicht. Thomas, bei dem mache ich vielleicht eine Ausnahme und ich lasse dich mal los, bis du weinst. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbuth. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbuth bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Da war ich bestenfalls vor Freude. Okay. Die meisten sind irritiert, wenn ich ihnen die Hand hinhalte, anstatt auf so einem... Ja, mein Gott, wenn man das so umarmt, nicht mag, dann kann man das auch ausdrücken. Auch... Nur mit Hilfe der Körpersprache. Schön, das zu hören. Red Rose of Love, wie geht es dir denn heute, ne? Als Tutti? Woher weiß Ingrid Wegelbuth, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist? Die Herrin Merigold soll auch Myra Weiss beim Verschwinden geholfen haben, als die Hexenjäger hinter ihr her waren. Myra hat der Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihren Gebrechen. Das kann sein. Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbuth kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbuths. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbuth fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Die Japaner, ich gebe Leuten, die ich nicht kenne, immer erst die Hand umarmen, ist ja schon etwas vertrauter. Ja, das war... Letztes Jahr auf dem Castle Fest war das lustig mit einem aus einer Facebook-Gruppe. Er kommt aus Frankreich und meinte, dann weiß ich ja nicht, wie ihr das macht... Dann war es so eine halbe Umarmung mit halbem Küsschen rechts, Küsschen links. Ja, okay, das ist aber eine andere Kultur, ne? Das ist eine coole Quest. Willkommen zurück, Sibi. Was gab's zum Frühstück? Wahrscheinlich ganz viele Kalorien, die du essen darfst. Ja, es geht mir soweit ganz gut. Mal schauen, was sich heute so machen lässt. Bist du gerade erst aufgestanden, etwa? Gut, dass ich dieses Küssen von Fortune niemals erleben musste. Wenn die Jäger hinter Albert her sind, wird eine Feier sie wohl nicht ablenken. Geralt, ein Ball bei den Wegelbuths ist nicht irgendeine Feier. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach, wie tragisch. Diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Hab ein Jahr in Frankreich gelebt, da wirst du auch als Mann von anderen Männern aufgepuzzelt. Ja, aber das ist halt deren Kultur, das ist dann auch so. Schweizer machen das Küsschen rechts, Küsschen links, auch wenn man enger bekannt ist. Ich mach das mit meinen Verwandten tatsächlich auch, weil das auch so ein bisschen italienisch ist. Ein Nutella und drei Marmeladenbrötchen. Boah, ich hasse dich! Ist auf dem Ball denn mit Ärger zu rechnen? Am schwierigsten wird es sein, Meister Alberts Abreise vor seiner Großmutter zu verheimlichen. Ist das denn nötig? Die Herrin Patricia ist glühende Anhängerin des ewigen Feuers. Sie weiß nichts von Alberts Interesse an Alchemie. Zum Glück ist die ältere Herrin Wegelbuth auf dem Landsitz ein seltener Gast. Wahrlich eine außergewöhnliche Familie. Es steht mir nicht an, das zu beurteilen, Herr. Ich muss meinen Franzosen für 3 Wochen durch unsere Firma schleppen. Er sollte eigentlich Englisch sprechen, konnte es aber fast gar nicht. Ah, das ist doch immer so, oder? Mittagessen wäre mal was. Boah, ich habe auch noch Bock auf so ein Würstchen. Türken machen das ja auch mit dem Küsschen. Ich finde das immer irritierend, weil ich das nicht kenne.
Dadurch, dass ich das so von den Italienern kenne, finde ich das tatsächlich nicht schlimm. Ich esse jetzt auch mal was. Das Stück Kuchen ist schon eine Weile her. Oh, ihr seid so gemein zu mir. Ich glaube, da wäre ich dann aber auch etwas überfordert. Ich weiß nicht, wie es in der Türkei ist, aber in anderen muslimischen Ländern darf man der Frau ihr gar nicht die Hand geben. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Während du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte. Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Danach konnte er so, so gut, dass einer aus der Scherin für Ostfrankreich voll begeistert von mir war. Ich muss noch was erledigen. Gut, kauf gleich unsere Masken, wenn du unterwegs bist. Und du solltest dich umziehen. Festkleidung. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Oh ja. Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Geralt. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Oh, die Frau diktiert mir Kleidung auf. Ist schon manchmal schwer als Mann. Ich bin so... Kaufe eine Fuchsmaske für Triss Merigold. Sieh deine neuen Sachen an. Und ich habe ihn auf Facebook als Freund abgelehnt. Oh, wie fies von dir. Das ist die größte 38 oder wer das auch immer dabei für Frauen. Was? Triss trinkt 38? Da bin ich ja fast schlanker. Sobald ich mein altes Gewicht wieder habe. In einer Beziehung ist es als Mann immer schwer. Ich merke das schon. Elial! Oh, er hat immerhin wieder Männerklamotten an. Hallo. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ich fürchte schon. Ja. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas... Oh ja, komm. Zeig mir, was du hast. Eine Fuchsmaske. Wir kaufen jetzt für Geralt auch noch die Fuchsmaske. So. Wir brauchen... elegantes Hemd. Das sind aber Hemden. Ah. Mein Gott, wie teuer war das bitte? Da haben wir so wenig Geld. Das habe ich... Naja... Bis dann. Eine Spanne ist die Strecke zwischen den Fingerspitzen von Kleidern, Fingern und Daumen. Gespreizte Hand. 10 neue Sachen an. Wams, Hosen und Stiefel, bevor du zu Triss gehst. Ich weiß gar nicht, ob ich das Hemd jetzt mit der Hose kombinieren kann. Schuhe gehen gar nicht. Das ist eine lebensgewichtige Angelegenheit. Hallo. Ich würde gerne mal... Natürlich. Bitte. Ach verdammt, wir haben die Schuhe nicht ausgezogen. Ah, verdammt. Klingelt. In der Tat klingelt es. Ich muss mal jemand ans Telefon. Sekunde. Ja gut. Wenn man aus seinem Kabelgewirr nicht rauskommt so schnell, dann geht das leider auch nichts. Oh, wie hübsch, Geralt. Oh ja, warte, ich wollte die Schuhe hier noch kaufen. So. Bis dann. Oh. Naja, irgendwie ist die Hose hässlich, glaube ich.
so Plätze? Keine Ahnung, bei mir schwankt es je nach kleinem Stück im Schnitt zwischen 34 und 38. Ja, okay, das ist natürlich immer so, ne? Gut gegoogelt. Muss man nicht googeln. Ein Klafter ist der Abstand von Mittelfingerspitze und Mittelfingerspitze bei gestreckten Armen. Und ein entsprechendes Volumen ist ein Holz aus. Was? Nerdy, wieso weißt du sowas immer? Ich hab M oder L. Na toll. Ich hab S oder M. Willst du vielleicht kommen? Weiter so, Plätze. Okay. Er wirft mir, glaube ich, gerade vor, ich hätte das Hexerhaus niedergebrannt. Überhaupt nicht der